Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht die Veganuary-Reihe weiter und wir testen für euch vegane und vegetarische Aufschnitte. Natürlich ist auch Dennis wieder dabei und wir werden heute vier Sachen testen. Wir haben einmal Salami, einmal Fleischwurst, einmal sowas wie Hähnchenbrust-Aufschnitt und einmal einen Räucherlachs. Bin super gespannt. Wir werden euch natürlich die Nährwerte und den Preis aufgeben und die Produkte von 1 bis 5 bewerten. Wir starten jetzt direkt mit dem Räucherlachs. So eine Packung, also ist von der Rewe Eigenmarke, so eine Packung kostet 2,49 € und wir haben hier genau 100 Gramm drin. Also sozusagen die ganze Packung hat insgesamt 63 Kilokalorien, 11 Gramm Kohlenhydrate, 3,5 Gramm Zucker, 1 Gramm Eiweiß und 1 Gramm Fett. Eiweiß ist natürlich krass, weil man ja beim normalen, also beim tierischen Räucherlachs schon mehr Eiweiß hat. Aber ja, darum geht es ja nicht, sondern wie das schmeckt, ob das überhaupt dem Räucherlachs nahe kommt. Und deswegen schmieren wir uns jetzt unser Brot. Das riecht schon sehr lachsähnlich. Die Konsistenz ist auch gruselig. Das zerfällt voll wie Lachs. Also eigentlich will man sich die Zutatenliste nicht durchlesen, weil ich das immer sehr krass finde, wie das so aussehen und riechen kann. Bin gespannt, wie das schmeckt. Ja, ich auch. Geht fett. Das ist voll krass, Mann. Ist sogar vegan. Also, ich finde es krass, wie ähnlich das einem Räucherlachs ist. Aber du hast doch schon mal Lachs gegessen. Kein Räucherlachs. Noch nie in deinem Leben hast du Räucherlachs gegessen. Nie in meinem Leben echten Räucherlachs gegessen. Ich bin halt kein Genussmensch. So. Ich finde es krass. Ja. Das ist, also ist Lachs super ähnlich, Konsistenz krass. Geschmack. Probier mal aus, allein krass. Fürs Riechen schon mal und alles. Ja, das ist crazy. Also von mir kriegt das auf jeden Fall, dadurch, dass ich das so gruselig finde, 4,5 Punkte. Ich finde, also, ja, wie gesagt, ich würde es nicht essen, aber es ist halt einfach gut. Ja. Also eigentlich muss ich 5 Punkte geben. Ich gebe 5 Punkte. Dann kommen wir jetzt zu Fleischwurst von Gutfried. Wir haben hier 80 Gramm und die Packung hat 1,89 € gekostet. Wir haben pro 100 Gramm 178 Kilokalorien, 4,2 Gramm Kohlenhydrate, 2,5 Gramm Zucker, 8 Gramm Eiweiß und 14 Gramm Fett. Ist aber vegetarisch. Vegetarisch oder vegetarisch? So sieht es aus. Riecht auch so. Oder weißt du wieder nicht, wie eine Fleischwurst riecht? Das weiß ich. Ja. Ja, also ich finde es Bombe, Konsistenz top, geschmacklich mega gut. Von mir 5 Punkte. Ganz einfach. Ja. Das schmeckt einfach wie eine Fleischwurst. Ja. Komplett. 100% Zustimmung. Die Konsistenz ist normal, alles so. Ja. Okay, ganz einfach. Ja. Zur Abwechslung kommen wir jetzt von der Fleischwurst zu Salami. Die ist von Rügenwalder Mühle. Kostet 1,59 €. Und wir haben hier 80 Gramm. Auf 100 Gramm haben wir hier 134 Kilokalorien, 4,8 Gramm Kohlenhydrate, 1,4 Gramm Zucker, 6,4 Gramm Eiweiß und 9,2 Gramm Fett. Ist auf jeden Fall vegan. So sieht die aus. Cheers. Voll lecker. Mhm. Also auch hier 5 Punkte. Es ist echt lecker. Man darf nicht vergessen, Salami an sich ist ein bisschen dicker. Das ist hier ein bisschen weicher und so. Jetzt mache ich so. Das ist hier ein bisschen weicher und dünner. Aber ja, schmeckt echt richtig gut. Gut gewürzt. Schmeckt einfach sehr. Also Salami sehr, 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 sehr ähnlich. Also 5 Punkte von mir. Ich probiere mich gerade daran zu erinnern, wie die Konsistenz einer echten Salami ist. Aber nee, vom Geschmack. Unterscheidet sich das, glaube ich, gar nicht. Geschmack super. Der Salami auch wirklich sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja, muss ich auch 5 Punkte geben. Ja. Weil es einfach getroffen ist.
Also hier vielleicht auch mal ein Tipp, auch wenn ihr euch vielleicht nicht traut oder es nicht ausprobieren möchtet. Also an der Stelle ist wichtig zu sagen, ihr könnt euch trauen, das schmeckt wirklich alles sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Natürlich gibt es auch noch Firmen, die noch nicht so coole Sachen machen oder wo das halt vielleicht nicht so schmeckt, aber das, was uns schmeckt, kann ja euch nicht schmecken und andersrum genauso. Aber das als Tipp, wenn ihr vielleicht vegetarische oder vegane Freunde irgendwie mal zum Frühstück oder was auch immer zu einer Party einlädt und irgendwas zubereitet, dann könnt ihr auf jeden Fall die Sachen, die wir euch empfehlen, kaufen, weil es denen definitiv schmecken wird. Das ist wie so eine eigene Community. Ja. Alle feiern eine bestimmte Hafermilchmarke, alle feiern Salami, so. Also es ist wirklich gut. Also ja. Da könnt ihr euch darauf verlassen. Und damit kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt, zu dem letzten Produkt, wie Hähnchenbrust von Gutfried vegan. Wir haben hier 80 Gramm. Und das hat 1,99 gekostet. Auf 100 Gramm haben wir hier 163 Kalorien, 5,6 Gramm Kohlenhydrate, 1,8 Gramm Zucker, 10,8 Gramm Eiweiß und 10,8 Gramm Fett. Das ist quasi das Produkt mit dem meisten, also mit dem höchsten Eiweiß dieser Folge und ist vegan. Ich habe das als, wo wir noch Fleisch gegessen haben, habe ich so Hähnchen so gegessen. Auf Brot. So Puteaufschnitt, Hähnchenaufschnitt. Stimmt. Das haben wir schon gegessen. Das riecht aber wie Katzenfutter. Stimmt, der Geruch ist ein bisschen... Das riecht wie Katzen, aber so nicht. Aber wenn man das aufmacht und das liegen lässt, dann riecht es nach Katzenfutter. Aber nach Hähnchen schmeckt jetzt nicht unbedingt... Ja, aber dann mach das mal doppelt. Und probier jetzt. Das ist halt sehr, also nicht geschmacksintensiv. Bleibt aber nach Hähnchen. Schmeckt nicht unbedingt. Doch, ich finde schon ein bisschen. Also die Konsistenz passt zu 100%. Das schon. Aber ja, der Geschmack ist schon, also es ist sehr, 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 sehr mild auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man so einen Rauch, also steht auch gebraten, aber hat man so ein Raucharoma mit bei. Mhm. Also man braucht auf jeden Fall mehr als eine Scheibe. Ist nicht schlecht, aber... Ja, man braucht auf jeden Fall mehr als eine Scheibe. Mhm. Wenn man zwei drauflegt, dann schmeckt man es schon ein bisschen mehr. Und vielleicht sogar drei oder so, wenn du so ein Sandwich-Ding machst oder so. Also wenn ihr euch sowas mal holt zum Ausprobieren, es schmeckt halt auch gut, ist gar keine Frage. Aber dann auf jeden Fall mehr als eine Scheibe einplanen. Bei den anderen Sachen hat eine Scheibe komplett gereicht, aber hier ein bisschen mehr. Mhm. Ich würde auch sagen... dass das von mir, dadurch, dass das so milder ist, eine 4 Punkte bekommt. Wie gesagt, es schmeckt halt nicht nach Hähnchen, schmeckt aber trotzdem gut. Es gibt 4 Punkte auch von mir. Ja, also haben wir quasi diese Folge 2 Gewinner. Und zwar einmal Fleischwurst und einmal Salami, weil wir beide mit 5 Punkten bewertet haben. Ja, hatten wir auch noch nie, oder? 2-mal die volle Punktzahl. Weiß ich nicht mehr. Könnte sein. Glaube ich nicht. 2 Gewinner hatten wir schon ein paar Mal. Das schon, aber 2-mal volle Punktzahl. Also auf jeden Fall kann ich euch alle Produkte, die wir heute getestet haben, empfehlen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Produkte kennt und getestet habt und was eure Meinung ist. Würde mich auch sehr interessieren. Wie gesagt, ich würde euch alles empfehlen, mal auszuprobieren. Ich finde das sehr krass, wie... ähnlich die Produkte sind und wie einfach sie das auch den Leuten machen, die vegetarisch oder vegan leben möchten. Ist auf jeden Fall ein guter Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung, ein bisschen Fleischkonsum zu reduzieren und mal eben ab und zu mal zu Alternativen zu greifen. Gerade wenn sie gut sind und schmecken, ist das umso besser. Und deswegen sind wir da, um für euch die Produkte zu testen. Schreibt auch in die Kommentare, welche Produkte wir noch für euch testen sollen. Und... ganz wichtig, Kanal abonnieren, Video liken und die Glocke aktivieren, damit wir uns nicht mehr verpassen. Jeden Sonntag um 15 Uhr kommt ein neues Produkttester-Video online und unter der Woche kommen jetzt auch immer mehr Videos. Ich freue mich sehr. Und hast du noch ein Abschlusswort? Tschüss. Und in dem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.